Lilo ist gleich soweit. Ich muss da, wie es gerade noch vorbereiten. Ich bin da gerade so dabei, nicht dabei, aber Hallihallo. Seht ihr mich? Ich bin jetzt so. Jetzt stoppen wir mal kurz hier die Radioaufnahme. Stopp. So, dann könnt ihr mich auch verstehen. Also, Hallihallo. Sitz hier vor meinem Fernseher. Nehm ganz entspannt mit VLC auf. Und der ein oder andere wird sich dann fragen, wie kann man, wie in meinem letzten Video gezeigt, die aufgenommene Musik, hier zum Beispiel ein Livestream, im Nachhinein nachbearbeiten. Ne? Nachbearbeiten könnten wir machen. Nehmen wir dazu das Programm Audacity. Puh, bin noch ein bisschen außer Atem. Aber alles sehr schön vorbereitet, sehr schön vorbereitet. Audacity findet ihr im Ubuntu Software Center. Gut, ihr habt also mit VLC reichlich die Festplatte vollgestreamt. So, habt ihr schon gemacht. Und dann wollt ihr diesen entsprechenden Rekord halt nachbearbeiten. Ne? Könnt ihr dann mit Rechtsklick, ich mache das hier mit kabelloser Tastatur, kann also ein bisschen wackeln. Öffne mit Audacity, dann können wir das ganz normal, ganz entspannt hier vor dem Fernseher machen. Ich habe da so eine Webcam oben am Fernseher. So, und damit wir das auch live und in Farbe mitkriegen, nehme ich das jetzt direkt auf mit meiner Videokamera. Ich hoffe, das funktioniert und man versteht mich. Hallo, versteht mich keiner, versteht mich. Hey, MP3-Dateien importieren. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn ich jetzt so ein bisschen mit dem Zoom spiele. Vorsicht, Ed wackelt, geht's. So, MP3-Dateien importieren, haben wir schon gemacht. So, jetzt zähre ich gerne da unten am Rand von dem Dingens, ja, mit der Maus, so ein bisschen zerren hier mit der Kabellosen, ist das alles ein bisschen schwierig, weil die hat eigentlich keine Maus, sondern nur so ein Mauspad. Aber geht auch. So, das mache ich mir ein bisschen kleiner, das ist der zweite Stereokanal. So, und dann hat es irgendwo einen Anfang und ein Ende. Und dann wollen wir den Anfang und das Ende ein bisschen nachbearbeiten. Ich drücke jetzt mal Steuerung und gedachtes Rollrad, was ich nicht habe, sondern nur mein Mauspad, aber funktioniert prima. Guck mal, wie das geht. So, gegebenenfalls müssten wir dann noch so ein bisschen vorrollen, ne? So ein bisschen ganz bis zum Anfang hier unten mit dem Rolle. So, jetzt sind wir ganz am Anfang und der Anfang, seht ihr, ist vielleicht nicht so pfiffig. Ne? Also wenn das mal passiert, kommen wir gegebenenfalls dann wieder zurück mit Rechtsklick. So, ich sollte vielleicht mal die Sonnenbrille abnehmen, da sehe ich auch was. Ah, es werde Licht. So, ihr hört, die Musik ist schon ganz schön geraten, aber der Anfang ist noch nicht ganz perfekt. Was tun? Gut, guter Wert sind jetzt meinetwegen zum Beispiel die ersten 4 Sekunden. Ne? Da seht ihr, da geht es direkt mit Volldampf los. Wollen wir nicht, ne? Wollen wir nicht. Nehmen wir Effekt. Und dann nehmen wir mal Einblenden. Einblenden. Effekt. Einblenden. So, zack. Und schon haben wir eingeblendet. Wunderbar. Jetzt hört sich das schon ein bisschen besser an. Hoffe ich wenigstens. Da kommt das langsam hoch. Und wird dann entsprechend lauter. Also ich nehme dann gerne so dieses Tadam, ne? Irgendwas Charakteristisches für den lautesten Punkt. Jetzt müssen wir noch zum Ende hin. Das ist meistens der kritische Bereich. Kann man hier auf diesen Rollbalken, den kann man auch verschieben, damit der Maus das gleich den gleichen Zoom-Faktor bis zum Ende kommen tut. Ne? Kommen wir doch mal zum Ende. Ne? Das Video ist ja wieder unendlich. So, hinten ist natürlich dann meistens schrottig, das die Aufnahme, die hört irgendwie abgehackt an. Manchmal kommt dann Werbung oder sowas. Ne? Zack. Ne? Ja, und wir sehen, hier tut es einen Schlag. Irgendwie, hier kommt auf dem letzten Stück irgendwie noch Gedönekes. Ne? Gedönekes Play. So, und da ist Schluss. Ne? Also da fängt vielleicht schon bei euch schlimmstenfalls das nächste Lied an. Gut, ihr könnt natürlich den Teil markieren und einfach Entfernen-Taste drücken. Zack, dann ist das weg. Ne? Schön. So, jetzt machen wir das Gleiche. Jetzt suchen wir uns eine gewisse Zeitspanne aus. Ich sage jetzt mal so, ja, 24:13, 24:04, das ist ein bisschen viel. Ne? Das ist, das Ende kann ruhig ein bisschen länger. Ne? Das kann ruhig ein bisschen länger. Effekt, und dann machen wir Ausblenden, sowas von ausgeblendet. Gegebenenfalls, ich mag es sogar ganz gerne, das Ausblenden nochmal auf der Hälfte der Zeit, die ich vorher hatte. Effekt nochmal ausblenden. So,
dann hört sich das meistens schon besser an. Ich gehe mal dahin, drück auf Play. Oder sowas von Play. Da wird's leise. Leise. Gut. Sehr schön. Jetzt möchte ich mir das mal exportieren, Datei. Exportieren als MP3 war schon vorher eine MP3, könnte ja auch eine OGG-Datei sein. Gut, dann nenne ich das mal sicherheitshalber irgendwie anders. Ne? Irgendwie anders. Ich nehme dann ganz gerne zum Beispiel die Länge. Ne? Das war jetzt ein Lied. Wie lang war es jetzt? Sagen wir mal 24 Minuten ungefähr. 24 Min. Ich könnte natürlich auch nachgucken im Internet, wie hatten das jetzt gehießen, Playlist etc. Pipi, gut. Und hier Dateityp nehme ich kein Wave, ne? Kein Wave, was standardmäßig, sondern direkt wieder MP3 und über die Optionen kann ich mir dann die Qualität aussuchen. Gut, die Optionen sind jetzt eigentlich bei mir streng genommen übertrieben. Das war mit 128 Kilobyte gestreamt. Das mit 320 Kilobyte zu speichern ist normalerweise Quatsch, aber ich gehe dann lieber auf Nummer sicher. Es kommt bei mir nicht so auf Speicherplatz an, da ist genug auf der Festplatte. Also sicher ist trotzdem, sage ich immer, abspeichern und dann wird das exportiert. Mit Set Default könnt ihr die Standardwerte dann setzen, ne? Dass das in Zukunft immer als MP3 und immer mit 320 Kilobyte sagt, okay, dann wird das exportiert. Gut, das dauert einen Moment. Ne? Dauert einen Momentchen. So, und dann bekommen wir wieder, wo gehe ich denn, bin ich denn eigentlich? Sag mir noch einer, wo ich bin, da bin ich doch. Das dauert so ein bisschen. So, jedenfalls habe ich dann eine MP3-Datei nochmal zusätzlich, ne? Die Original-MP3-Datei, die ich vorher hatte, die muss ich natürlich löschen. Oh, jetzt habe ich die Sonnenbrille wieder vergessen. Prism, sage ich nur. Keiner darf mich erkennen. Ja, ich bin ganz geheim jetzt. Oh, das muss ich rausschneiden. Das wird gefährlich. Ne? Ach, nee. Also wie gesagt, exportieren, habt ihr eine schöne neue MP3-Datei mit gescheitem Anfang, gescheitem Ende. Und Ende ist für mich auch das Stichwort zu sagen, das langt jetzt wieder. Ne? Gut, ich werde am Wochenende noch mal ein bisschen was anderes machen, eben mal mein Bildschirm noch mal so umfummeln. Ich hoffe, dass ich das Endgerät endlich mal kriege und vielleicht müssen wir auch noch was tun wegen 5000 Abonnenten. Ne? Da müssen wir noch mal was tun. Tun wir dann noch was? Schauen wir mal. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.